So, hello again. Und ja, wir sind schon da. Ich musste nur noch gerade regeln und so, weil ist so. Hello again and here we are back again. And today we have the first battle of the Silver Finals between the Mixed Team 1 and Romania. And so we're gonna hope and wish to see some nice 4 battles again. Und auch einen schönen lieben guten Abend an all die deutschen Stammzuschauer natürlich, die auch heute wieder den Weg hierher gefunden haben. Einen schönen guten Abend euch allen. Und wir sind natürlich nicht allein, denn es ist auch unter anderem der Christopher wieder mit da. Lugner ist gerade noch beschäftigt und mal sehen, was uns sonst heute noch so ins Haus steht. Genau, hallo, good evening. Oh, was haben wir denn heute hier? Auf jeden Fall 2 Schadensdeaths, Leute. So, today both teams want to make damage in their defense. The Romanian defense starts with 791,000 health points and 10 duelists. And 1 leadership worker. And I think they will go inside for the first round. And on the other 4th battle, we see the mixed defense with round about 860,000 health points and also 11 leadership player. Das hast du fein gemacht. Ich wollte dich nur nicht stören. Ach so, danke, danke. Immer gerne. So, good evening from me too to all visitors. I'm sorry, today Artie's daughter is ill, so she can't stream with us. Na, machen wir 2 das nicht? Ja, wir süßen. Die Begeisterung. Yay. Keine Grenzen. Ach, wir kriegen das schon hin. Ja. Ja, Quiz, wenn die Flachwitze kommen, mit Sicherheit, das weißt du doch. Du mal alles vorbereitet. Du solltest mal meine Hütte sehen, wie die aussieht. Was? Oh. Crispin möchte, dass ich singe. Okay. Mondschein unterm Himmel, die Sterne. Reicht das? Nein, da fehlt noch die nächste Strophe. Also die muss definitiv noch gesungen werden. Aber ich will die Leute auch nicht verschrecken. Nee. Oh Mann. So. But now let's have a view to the 4 battles and we see now. Yeah, I think nearly identity start positions from the attackers. And if warte mal eben, muss man hier erstmal hin und her schieben, das sieht auch möglich aus. And both teams have damage players in their defense, as Chris said. Yeah, the mixed defense want to stay on their towers. Yeah, let's have a look at Rio Grande. He survived with 3,600, so he lost 24k in this first round. And the Romanian dev moves into the 4, so that the attackers in the east don't have shooting range on any player. Yeah. And the duelist and soldiers at the western side from the Romanian defense jumped out of the fort to attack their health points soldiers I think that one of the players now will block the adventurer's ring so that they mustn't
must not block the tower directly. No? Das macht ja auch Sinn, ja, jetzt, wenn man außen blockt und da vier Leute im linken Nordsektor hat, da einfach mal jemanden in den Ring zu stellen. Clever vom Mix-Angriff wäre natürlich jetzt in Norden zu gehen. Was sie aber nicht ganz tun. Ja, aber sie haben wenigstens gesagt, was sie getan, was ich ihnen gesagt habe. Ja, schon. Ja. Aber ich wäre mit den Leitenspielern jetzt eigentlich raus, hoch in den Norden, um die Leute auf der Wiese abzuknallen. Ja, erstmal stehen sie ja da und machen Damage und ja, wenn wir uns mal anschauen, was das Mixteam im Angriff an Lebenspunkten hat, das ist natürlich jede Menge, 632.000. Ja. Richtig schaue. Da hat's der rumänische Angriff natürlich noch ein bisschen aggressiver. Ne? Die haben 32 Duelists for the Romanian attack and in the mixed team attack there are only 26. So the Romanian attack want to make more damage and the mixed team attack want to play a little bit safer, so they want to get to get shootouted too early. So, and now we see that the health points are nearly equal. Ich hätte die Sektoren da noch nicht aufgegeben. Anstelle der Rumänen. Ja. Weiß ich nicht. Lass sie doch noch eine Runde vor sich hingammeln. Bevor ich mit drei Leuten in dem linken Nordwall-Sektor stehe und rumschnarch, ja, da blocke ich doch lieber den AT-Ring und halte die von meinem Türmchen fern, sodass ich das nicht füllen muss. Aber das ist nur eine Geschmackssache. Ne, ich schätze mal, die wollten die Türme voll machen mit Dulanten, damit die besser treffen. Also was man halt gelernt habe, war ja im Mixteam 3, ich habe auf der Wiese nichts getroffen als Verteidiger. Und wenn ich mir die LP-Verluste anschaue, vermute ich, dass es ähnlich war. Ja, sie haben jetzt ja auf den Türmen natürlich deutlich besser getroffen. Also die Runden vorher hatten sie immer so zwischen 18 und 10.000, also zwischen 10 und 18.000 Schaden gemacht. In dieser Runde haben sie gleich mal eben geschmeidige 28 gemacht. Nein, 26, sorry. Also das ist alles so ein bisschen... Hermann, was willst du denn hier? Guten Abend, Hermann. Das siehst du, geht doch. Dober Hund. Aber wie ich gesagt habe, ne, Mix Team 1 Angriff im Norden jetzt. Now we must look at the player outside from the Romanian defense in the north, because if the duelist will shoot on them, they have no bonus position. But they shoot on the duelist tower. Okay. So, nun habe ich auch Ruhe. Na dann. Es könnte sich rächen, dass die Rumänen so voll dagegen halten. Meinst du? In der Verteidigung, ja. Also ich hätte es nicht gemacht. Ja, aber damit, das ist aber ihr Spiel. Also sie spielen immer so. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass die da im Nord blocken mit den Soldaten. Ja. Lange werden die das nicht machen.
And we see the new lucky guy. It's Gal on the Duelist Tower 3 in the mixed team defense. He survived with 800 health points. And now we must change. Otherwise, he will die, I think. Ja. Da hast du wohl recht. Das glaube ich nicht auch. Könnte es sein, ja, ja. Obwohl, vielleicht hat er auch ein paar Pops in der Tasche. Ja, und mit wem tauscht der da? Aber dieses volle Dagegenhalten, da bin ich wirklich kein Freund davon. Die könnten den so schön das Schussfeld nehmen. Aber sie müssen natürlich aufpassen. Natürlich muss die Art jetzt auch sehr konzentriert vorgehen. Ja. Weil ein Duellant, der den Zug verpennt, der keinen Meter weiter rennt. Du bist immer sehr kreativ mit deinen Aussagen. Ja, ne? Ja. So, wir sehen, dass die Rumänen, we see now the Romanian defense has lost the Duelist Tower 3 empty, so that the attack makes damage on two positions. That's Duelist Tower 2 and 6. Ja. Das heißt, es verteilt sich jetzt alles da sehr schön. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht cleverer wäre, jetzt die 6 auch freizulassen, dann auf 2 und 9 schießen zu lassen. Weil sonst kriegt ihr die 6 ja, fast alles ab. Ja, ne? Ja, könnte man machen. Zumal ja auch da mit White Snake auch noch jemand steht, der den einen oder anderen Treffer, den er eventuell abbekommt, vertragen kann. Ja. So, let's have a look at Muko. Muko survived, okay. Welcher Muko? Ah, das ist der Clevere hier. In the Romanian defense on the mixed team attack, Muko is standing in the south of the sector with only 784 health points. Yeah. Dankeschön. Gerne, so bin ich. Immer höflich hilfsbereit, charmant, rücksichtsvoll. So will ich irgendwas vergessen? Nein. Hilfsbereit. Charmant ist wichtig, charmant ist wichtig. Ja. Charismatisch bist du auch noch. Ja, auch. Einziges Problem, hin und wieder lüge ich mal, aber sonst ist alles gut. Ja, das sind doch eher, wie soll ich sagen, Notlügen, oder? Ja, also. Ja. Belanglosigkeiten. JB Baxter fragt uns gerade, Rumänien ist der Favorit? Oder was sagst du? Ja, eigentlich ja. Eigentlich müssten die Rumänen diese Kämpfe gewinnen. Aber sie haben gerade ihren ersten Angreifer verloren. Es sind nur noch 49. Schau mal ganz kurz Winstead, Ewigstadt. Oh, Gladiator 9. Ein Leitenspieler. Das tut natürlich weh. So now we are in round 10 and have a look at the health points of both teams. We see now the defense of the Romanian team has 50k more health points than the mixed team. So there are 653k to 606k in the mixed team defense. Und das meinte ich vorhin mit dem Schaden, den sie die mit diese paar Duellanten mehr machen, ne? Ja. Das ist schon gewaltig. Yes, well for that's right. The Romanian attack has not so much health points. Yes, you're right, Ralph, but I think now if they
kill or make strong damage on the defenders, then they have a chance. They have a real chance. Because the defense began with, I think, 80k more health points. And now they are 50k less. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, weil ich ihn zweimal hin und her gewechselt habe mit dem Skript. Aber es könnte schon sein. Oh, da ist der Verteidiger gestorben. Ja, Adventurous Tower 3, the first defender of the mixed team, died. He had full health points. And now he has nothing. Wie schön du es mal sagst. Ja, ich bin immer charmant. Und Navajo muss auch aufpassen, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, jeder, der da drüben steht, muss gerade aufpassen, weil sie haben nicht so viel zum Tauschen. Ja, das meinte ich. Also wenn die, wenn es denen wirklich gelingt, viel Schaden auf diese LP-Soldaten zu machen, dann könnte das wirklich was werden. Also du, Leo, muss nun wirklich tauschen. Der muss mit Navajo tauschen, weil Navajo hält das nicht aus. So we see on the Adventurous Tower 8, Navajo, he has 12,000, nearly 13,000 health points. And now he must change. And I think he must change with Duleo on the western wall, because Cyrus on the left northern wall hasn't enough health points. And we see Duleo went on Workers Tower, on Adventurous Tower 5, and lost 15k. And Navajo lost some health points too. I don't know how many, but... Sollen wir kurz nachschauen? Egal. Navajo, der hat nur 1200 verloren. Ja, aber der hat von den Soldaten was abgekriegt, also dann war es nichts Entscheidendes. Aber sie haben dasselbe Problem jetzt wieder, denn Duleo 12.000 in der letzten Runde hat er auf der Position 15 kassiert. Ja. Also vielleicht wäre es intelligenter, dass Siras auf die mit ihm tauscht oder auf die 2 geht. Ja, das Problem ist ja, wenn die Rumänen sich jetzt hinterm Westwall verschanzen, du, irgendwann muss einer der beiden Türme fallen. Und das zweite ist, sie haben ja auch keine Abenteurer dort. Der einzige Abenteurer ist Antraxos, der für den Rest des Fortkampfs aufgehoben wird, für das Ende. And in the north, sorry, Chris, ja. In the north died the leadership duelist from the Romanian attack. Kosti Gunas oder so war das. I think he was killed from the Western Wall. Eastern Wall. Eastern Wall, sorry, ja. Yeah. Kriegen wir doch alles raus hier. And what we said now, the next problem for the mixed team defense, Cyrus has survived with only 1,000 health points, nearly 1,000 health points, so he can't stay there one more round. So I think he will change with Bongo on the left northern wall, and then all three players can survive. Bongo must move on Adventurous Tower 3 and Cyrus must go on the left northern wall. Das wäre das Einzige, was intelligent wäre. Oder sie holen sich den wirklich vom Westwall. Haben sie gemacht. Oder? Ja. Ja, sie haben den vom Westwall geholt. Aber da haben sie jemanden vom ST nachgeschoben. Sie wollten Siras unbedingt überleben lassen. Egal wie auch. Also was mich gerade ein bisschen irritiert ist, dass da im Osten weiterhin vier Leute, also vier LPler bleiben, stehen bleiben, ne, bei den Mix Defense. Brad Beer auf on Workers Tower 1, Zuckers, Eastern Wall, Fitz Silos, Eastern Wall and Ice die Zester on the East, also on the Eastern Wall. There are four health point players at the East, which can't play, change to the western side and help there at the... Yeah, but I think now they will change the position on the
Duelist Tower and then run on the northern wall to the Adventurous Tower. But they will be there too late, I think. Yeah. Nicht. We see the next dead defender on the Adventurous Tower 3. And in the next round, it will be the last round for Duleo and Navajo. Ja, Bongo wird er wahrscheinlich raufziehen. Yeah, only 4 health points player on the east, western side in the mixed defense. Bongo on the northern wall with around about 15,000 health points. Snack on the western wall with 26,000. Botos on Soldier Tower 1 with 20,000 health points. And Daredevil begins with nearly 30,000 health points on the southern wall, but more health points you can't find. Yeah, now have a look at the health points. Now there are only 450k left for the mixed team defense and nearly 540k for the Romanian defense. Also es, momentan sieht es wirklich so aus, als ob die Rumänen den besseren Job machen können. Ja. Aber sie werden jetzt wahrscheinlich Nabucodonos da oben verlieren im Norden. So they will lose in the Romanian attack the play on the left northern wall, I think. He has only 2,700 health points. And there are 4 duelists, which will shoot on him. Aber ich denke, das wird auch gar nicht so das Entscheidende für die sein. Ich denke, die werden jetzt versuchen, den AT platt zu machen, weil die Herrschaften sich ja davon vom Ostwall überhaupt nicht bewegt haben. Ja, und das irritiert mich gerade. Auf jeden Fall müssen. Oh, okay. Gehen wieder in den Norden. Ja, die wollen da jetzt mal so ein bisschen Reste entsorgen. Siras, Duleo, Bongo, die haben ja alle nicht mehr viele LPs. Ja. Und vom Westwall kann jetzt Budas erscheinen auf dem Turm. Und wenn der jetzt mit Snack tauscht, der kriegt ja kaum was ab. And on the other side, we see now there are only 49 attackers in the mixed team attack. And I think it was a health soldier. Point. Health point soldier, yeah. Yep. And now they're attacking the left northern wall, I think. We see. And the mixed team defense, all players survived. Bongo! Yeah, and with many luck. Iras on Adventurous Tower 9 with 1000 health points and Bongo with only 286 on the left northern wall. Yeah, but we see now there are only 47 attackers left in the Romanian team. And now they must, let's pay attention to the Workers Tower, because the 2 leader health point soldiers under the Workers Tower won't get the shoots from 1, 2, 3 and 5. So they will shoot in the north. Maybe yeah, Bismarck's last round now. Yeah, it was. Or he was. Yeah.
And that's now the right way the Romanian attack goes, because they are attacking northern wall. It must be blocked by the mixed team. And they are attacking on the other side the player on the duelist tower one with full health points. Also die zerlegen richtig schön die Lebenspunkte, so nach und nach, und ja, aber bringen die das Mixteam wirklich in Schwierigkeiten. Sie haben halt schon 3 ihrer Leitenspieler verloren. Eigentlich sogar, ja, 3 und den LP-Spieler, klar. Aber das ist das, was wir von Anfang an gesagt haben. Ne? Was so Relefort die ganze Zeit auch sagt, ne? Also sie spielen es nicht geschickt. Mhm. Okay, it was Cyrus, I think. The soldier on the left northern wall, which fell. And there are now only 39 defenders left from the mixed team. Misute, Absolute and Hangover are dead defenders. Okay, ah, Cyrus ist auf dem linken Westwall. Auf dem unteren Westwall, sorry. Linker Westwall ist toll. Gibt's auch einen rechten Westwall? Es gibt keinen unteren und keinen oberen Westwall. Es gibt nur einen Westwall. Kannst du ihn mal kreuzweise Zuckerbube? Ist okay. Ganz ehrlich, Chris? Ja. Nichts wirst du kriegen, du bist mir zu dumm. Schon diese Mausezähne, typisch für Bachschaden. Immerhin ist die Diagnose jetzt mal gestellt, ne? Ja, das muss man das machen, ne? Richtig. Oh. And now the problem is for the mixed team that ISD Zaster won't survive a long time there on this position. Okay, they changed. And the defense lost the player on the Adventurous Tower 8, the soldier. But now the most damage will go on Gott, dieser Name, Spitzilos. I must say, I don't like the move in the north from the Romanian attack, because now you give the mix defense the chance to shoot down their health point soldiers on the east side. Have a look at, sorry, Chris. Have a look at Hallelujah. Standing in the right northern sector with only 1600 health points. And there are 2 duelists which will shoot on him. Yeah. Yeah. Hallelujah. And the soldier from the western, from the right northern wall too. So they lost the next leadership duelist. And they don't have enough health point soldiers too, I think. Yeah. Also wenn man mal schaut, die haben jetzt noch in der Verteidigung 2 Soldaten mit vollen LP. Die haben Zarkas 79 auf der 2, der wird gleich tauschen. Die werden jetzt die nächsten Angreifer verlieren, also es sieht schlecht aus für die Rumänen. I don't understand why they play with their soldiers all over the fort battle map, because you have not so many. So yeah. Stay together, right. And make damage. Okay. Mr. Clear und Bilancia survived this round, but I think for Bilancia now it's the last round. There are 3 leadership duelists which will shoot on him. And the most of the attackers now have no shooting range. Das war nicht clever.
Mr. Clear wird, der kriegt nichts ab. Aber ansonsten weiß ich nicht, gefällt mir das nicht. And as we said now, the next dead attacker, it was a health point soldier, Bilancia. Iradu Oni. Oh, that was a very intelligent move, I think. Harakiri. Iradu on the duelist tower one. Yeah, I think now he will stay there for a long, long time, so... 32 seconds, I think. Doch so lang. Ja, das kann er. Und das nächste Problem ist selbst Apley im Osten bekommt noch was ab. Ganz kurzer Blick auf den anderen Fortkampf, ne? Weil der jetzt auch gerade eingeblendet worden ist. Also ich glaube ja auch fast, dass die jetzt gerade den Move-In vorbereiten. Der DT sind schon 3 Leute reingegangen, damit sie gleich mit allen Leuten reingehen können, bis auf den Blocker. Also die Rumänen werden nicht mehr lange dagegen halten. Ja, the Mixed Team aber auch nicht, because the Mixed Team has lost 2 players in the last round. And one of them was a leadership duelist on the Soldiers Tower. And I think a soldier too. Oh, Bisonte! Congrats! The only crit for your team this round. Immer noch dagegen. Ja, die Frage ist auch ganz ehrlich, warum nicht? Weil sie zu wenig Schaden im Vergleich zu ihren eigenen APs machen. Aber sie knabbern die ganze Zeit an den anderen da herum. And so now there are no blocked towers from the mixed team attack. Mixed team defense, sorry. And I think the Romanian now become a problem or will have a problem with Eric. 1,600 health points of leadership, duelist, gameplay. I think he will survive, but for Eric. Bin mir nicht sicher, ob die hier oben auf den im Norden schießen, auf El Diablo, der ET. Das könnte dann ja dran sein. Das glaube ich nicht. Mach möglich ist das natürlich. Aber wenn nicht, dann... Also der Erik bekommt auf jeden Fall was von denen unterm Wall ab. Ja, da stehen wir aktuell nur Soldaten. Und vom Südwall auch, vom Rechten. Aber wir werden es gleich erleben. Erik? He survived. Woo-hoo. Yeah, well, he lost 700, nearly 800 health points. Nearly half of his health points. Yeah. Klingt viel dramatischer, Luki. Ja, irgendwie ja, ne? Verdammt, ich habe wieder die Dramatik unterschätzt. Ja. Ja, aber ich gebe dir recht, also im Grunde genommen machen die Rumänen nicht genug Schaden. Hm? And if we have a look to the health points in the mixed team defense, the defenders have 251k health points left, and the attackers only 97. So nearly 100k. So I think that won't be enough. Also in the other battle, I think there is also... I don't understand why the mixed team defense is also standing on the standing on the towers and walls, because at the moment they will lose it, because
attackers in the last round made more damage. Ja, das Entscheidende ist, dass sie nicht genug von den LP-Soldaten runtergeknabbert haben. Sie werden jetzt, vermute ich mal, also dass die rumänische Verteidigung wird jetzt Meriwether-Lewis zerlegen. Der steht unter dem linken Südwall. So, let's have a look at Meriwether-Lewis. Under the left southern wall. And here there are four leadership duelists, which shoot on him. And two soldiers. Oh, Meriwether survived with 1,600 health points. And changed position with Prudence. And another soldier died in the mixed defense on Workers Tower 7. Yeah, but another player in the from the attackers too. Du müsst gleich im Norden gestorben sein. Ja, ne? Yeah, das war der in der Mitte, der gestanden hat da, keine Ahnung. Aber jetzt stehen die Rumänen gut. Sie haben Cristiano an der Front und der ganze Leiten Mob bearbeitet den ET. Ja. Aber die Distanz ist natürlich gewaltig, ne? Also von ganz links da auf den ET zu schießen. Eigentlich müsste der Nordwall jetzt voll gemacht werden vom Mix-Team, damit man die LP-Spieler da oben wegknallt. Richtig. So you think that the Mix-Team now must refill the northern wall, so that they can kill the health point soldiers. And they made it. Naja, also ein bisschen wenigstens. And I think now that the next dead attacker will be Claudio in the left northern wall. Ja, und nimm Benzar gleich mit. Ja, der wird es auch nicht lange machen. Ja. Ich verstehe nur nicht, warum die den ET nicht reinziehen. I don't understand why the mixed team don't move from the workers' tower inside the four, because there's no attacker which can climb on it, and then all the leadership players from Romania have no shooting range on any player. Western wall, eastern wall, and workers' tower into the four, and then ja, stehen sie da wieder mit dicken Backen, ne? Dann stehen sie da mit wirrem Haar. Ja, genau das haben sie gemacht. Diese Reime von dir heute, ein Traum. Ich bin der Burner, ne? Ja, ich reihe mich ein so in die Reihe der großen deutschen Dichter und Denker. Goethe, Schiller, Beethoven. Graf Lugner. Es passt einfach. Es passt einfach. Oh, schön. Wollen wir irgendein Wort zum Mix-Angriff verlieren, weil sie den DT jetzt besetzt haben mit so ein paar Leuten? Ja, das ja, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, weil wirklich was bringen tut es nicht. Es sind nur LP-Spieler da. Ja, aber die würden gleich die Schüsse fangen, wenn man in den Süden reinzieht. Ja, da muss man aber auch jetzt sich wie einen Schrittes dahin bewegen. So now we think that the mixed team attacking must move into the south, so that the players on the duelist tower can protect them, so that the workers tower will shoot on the duelist tower. Ja. Und es kommt wieder dazu, ne? Wer nicht mitliest, der platzt. Wieder ein Soldat auf dem linken Südwall geplatzt bei den Rumänen. A soldier on the left southern wall died. Ja, dafür macht Hayate auf DT7 Mixed Verteidigung mal so ein bisschen Harakiri da. Ja, man kann es ja machen. Man muss es ja nicht, aber man kann es. Ach ja. Ne? Und auch Ilina, weiß ich nicht, was der oder die, wahrscheinlich die, da noch draußen steht.
auf dem Duellantenturm. Da werden die jetzt weggehen. Also Zackers wird reingehen, vermute ich mal, oder eben außerhalb, aber wird den Turm verlassen. Nö. Zackers ist stehen geblieben, haben gesagt, oh Mensch, prima. Ich habe noch so viele LPs, da kann ich mir ein paar Kloppe erlauben. Oh. There are only now 35 attackers from Romania and 31 defenders in the mixed team. In the other fight there are 48. Ich kann das nicht lesen. Die 6 und die 8, 46 attackers in the mixed team and only 34 defenders. And now they have captured the soldiers tower with Duya 74. I think our friend Rokos now will move on the tower too, so we can protect or help Duya. And then the leadership players move on this tower. And then the Romanian defense has a big problem. Yeah. And on the other side, we see in the north, there are six leadership duelists. I think they will move to the adventurous tower. Also ich würde sie zum ja, habe ich doch gesagt, AT, Adventurous Tower, du Heinz. Laufen wir trotzdem zum DT. Ja, aber ich habe AT gesagt. Okay. Du ja, Heinz. Schön. So, and now let's have a look at Radu. Das wird eng für den. Er muss auf den Wall. And now in the next round, the attackers from the mixed team from Greeterly. I find Greeterly wirklich klasse. Yeah. From Greeterly will fill the soldiers tower. And some players will move to the workers tower, I think. And some players climb on the adventurers tower. So. But I think the defender will go outside. And now we see in the other fight the big problem of the Romanian attack. They have no health point soldier left. There are only leadership players. So what will they do? The mixed team can block inside the four if they all jump. The first shot from the comes from the defenders. Wird eng. Weil wirklich jeder steht, so dass er keinen Schuss für den Außen gibt. Mhm. Das machen die sehr geschickt. Jo. And we said now the positioning of the defenders was very clever. Without the leadership duelist, which jumped on the left northern wall, it was not so clever, I think. The problem for the mixed for the Romanian attack is that they don't have so much health points. The attackers have only 54k health points and the defense has 152k. So now if the attackers jump on the wall or on the towers, maybe you will get strong damage and they will lose many players, I think. Ja, da hat gerade was nicht hingehauen mit dem Jump-Off. Ja, macht ja nichts. Aber einen Leitenspieler haben sie unten unterm Tor erwischt. Ja. Yeah, and if we have a look inside the four of the mixed team, we see our old friend, the life insurance Anthraxos. So I think, or we think, that Romanian can't win this attack.
On the other side, we see there are 42 attackers from the mixed team and only 31 defenders. They have the life insurance Sir Eduard. Wenn beide Teams ihre Death über die Runden bringen, entscheidet die Anzahl der überlebenden Angreifer, oder? Du kannst mich Sachen fragen, da musst du mal Domi fragen, ne? Ich glaub schon, oder? Heldi, was sagst du? Ist das richtig? Wir haben ja hier unseren Experten. Ja, genau. Also es ist wirklich ein Problem. Sie können jetzt nochmal mit dem einzigen da Cristiano auf den ET hüpfen und gleichzeitig den ET mit Duellanten füllen, aber es wird ihnen alles nichts bringen. Mhm. So, and the defense from the Romanian team has now lost two players. And then the next player who will die is Mihail Tode. Because he can't move out of the four. Ja, vielleicht eine Runde, wenn er eins nach rechts geht. Haben wir dann noch nur ganz mit ganz viel Glück. Ja, oder mit Papst in der Tasche auf dem linken Nordwall. Dann heißt es kneten und beten. Oder einer springt noch auf den DT. Also das ist auch noch möglich, die Schüsse zu fangen. Ja, aber warum sollten sie? Sie haben wirklich noch genug LPs. Sie können der Reihe nach die Spieler bearbeiten. And only 26 defenders. But hey, Bisonte, you must rush to the Duelist Tower. Don't stay on the Workers Tower. Are you sleeping? Wie viel Damage hat er denn gemacht? Oh, 26k ist okay. Ja, kann man mit leben. Ja. Yeah. Dafür, dass Artyom behauptet, er kann das nicht, ja. And the next dead attacker from the Romanian team is Claw, because he won't survive with only 500 health points on the Workers Tower 9. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja, behaupte mal weiter. Ja, ja. Ich arbeite mit Unterstellungen, das soll ich eigentlich nicht, aber egal. Ah, and Bisont moved now on the eastern wall. Also momentan wirkt für mich der rumänische Angriff so ein bisschen, was sollen wir tun? Also ich sage ganz ehrlich, ich glaube, das ist das Einzige, was sie gerade machen können. Also so blöd es klingt, die einzige Hoffnung ist, dass ihre eigene Death sozusagen jetzt noch mehr Angreifer killt. Was aber aktuell nicht danach aussieht. Naja, es sind schon noch einige Spieler da in akuter Auergefahr. Von dem Mixteam-Angriff. Ja. Also die Ron wird das mit Sicherheit nicht überstehen. Aber wie Rell vor das gerade gesagt hat, zur Not geht das Mixteam halt auf die Fahne. Und das können die Rumänen eben nicht. Genau. Aber ich glaube, das ist nicht das Ziel. So, Bisonte now is on Workers on Duelist Tower 1. Yeah, I think now the Romanian attack gave up this fight. So they can't capture the flag. And they can't jump, because they have no health points or just left. And their own defense can't protect the flag. Ja, sie haben
wirklich, sie haben nur noch den einzigen, the only soldier with full health points is a leadership soldier. Right from Soldier's Tower 9. And in the last round, the attackers made zero damage. The defenders made zero damage too. So they are standing there, and I think now they are looking on the green fields, picking up blossoms. And let's have a look. The only now player which can shoot is Rio Grande. To Prider, a leadership soldier in the south, in the middle south. But let's have a look at the mixed team defense. And I think mixed team attacks. Sorry, and I think at the moment the Romanian defense make a great job because they killed another guy, and maybe now also two or three. So if they can go at the south without losing too much players and health points, they maybe have a chance to block a flag run. Yeah, but it was a great move, I think, from the mixed team attackers. And here they filled the tower. They put Patata Bella. Dieser Name gefällt mir immer noch. Nee, soll ja nicht singen. And they can now attack the defenders. And Sir Eduard will get damage now in this round. Or he got damage in the last round. He has only 11k health points left. Das haben wir alle schon besser gesehen von den Rumänen. Ja. Also jetzt komm, jetzt läuft es eh dort in den Süden. Ja, damit auch wirklich da der ganze ST und auch damit der, das ist ganz wichtig, der ET-Schussfeld hat, der da offenbar eingeschlafen ist von den Angreifern. So now we see that Radu will die, and yes, so Eduard got 2k damage. Barbara hat gerade gefragt, ob die Mix Def nicht die Art ausschießen kann. An sich ja, allerdings haben die Art gerade doppelt so viele LPs, doppelt so viele Gewehre und hat die Bonusposition in der Hand. Also das sieht aktuell nicht so danach aus, als ob da irgendeine Möglichkeit noch besteht. Zumal sie meiner Meinung nach die Rumänen gerade in der Verteidigung so rumlaufen, dass immer alle Schussfeld haben. Ja, die brauchen es ja auch nicht zu machen. No, so we see now there are only 12 defenders from the Romanian team. Ja, aber da zieht ein Heidenspieler in den Süden, der nächste bleibt stehen. Ach, also wir haben das wirklich schon deutlich besser gesehen. Sorry. Ja, das ist die Frage. Sie müssen jetzt mit dem ST raus auf die Wiese. Und dann, also Don Juan, weiß ich nicht, ob der den Sektor halten wird. Ja, es wird nicht, aber trotzdem nicht mehr lange dauern. So I think that the attack now... We'll send one player to the flag. I think it will be Nippa. She's standing in the four on the left house. And now I think she will move to the flag. Okay. Sie haben sich entschieden, das Ding gnadenlos auszuschießen. Ich glaube eher, dass Zalalu unten am Tor runtergehen wird auf die Fahne. Der wird es auch noch rechtzeitig schaffen. Ja, der wird es auch rechtzeitig schaffen, richtig. Das ist kein Leitenspieler, der vorne den Schaden machen muss. Und Nipper noch rauf auf den Wall wieder. And so Eduard has only 6k left.
And now I, in the other fight we see now, I think the Romanian will jump in the next round or the round after. They are standing at the Workers' Tower and at the Duelist Tower and at the Eastern Wall. I think they will fill the sectors in the east. Yeah, and they jumped. Okay, they filled the tower, the Workers' Tower, and the Duelist Tower. Oh, Pauli. Pauli geht jetzt gerade nach Hause. Wenn es hier irgendjemanden gibt, der das interessiert, mich nicht. Blöde Kuh. Na egal. And only 8 defenders in the Romanian defense. And we see Antraxos with 6k. And the mixed team has... Habe ich gesagt Antraxos? Blödsinn, Sir Eduard. Antraxos ist nämlich in der mixed team defense. And he has full health points. And I think now he will move to the west. And then jump outside the four. Paulchen, Paulchen, komm her, ich hol dir Hermann her. Der hatte noch kein Abendbrot. And only 3 players survived from the Romanian defense. And I think they 2 of them will die. And what about Sir Eduard? So it's clear now the mixed team will win the first match. So congratulations to the mixed team. Because the mixed team defense is now in round 50. And I can't see any player from the Romanian attack which is near the flag. So they can't capture the flag. Stummelchen, jetzt nennen sie das Vieh auch noch Stummelchen. Ich krieg ja schon wieder Stummelchen. And it's over. And we have, so it was not great ghosting from Sir Eduard, so... Romania lost the defense in round 49. And as I said before, congratulations to the mixed team. They are leading now 1-0. Haben gar nicht mal so schlecht Schaden gemacht in der Verteidigung, die Rumänen. 4 Leute mit über 40.000. Ja, für die Statistiken bemühen wir dann vielleicht doch nochmal Draken. Ja, das schon. Hört's mir gerade offen. Naja, dann könnt ihr ja auch machen. Draken ist schon dabei. Ja, er statistikt schon. Ah, schön. So, and only 24 attackers in the mixed, in the Romanian attack against 24 defenders. And if we have a look to the health points, the attackers have only 32k and the defenders have 101k health points left. Ich glaube nicht, dass da ein Traxus ausgeschossen wird. Nein, auch weißt du, der braucht nur einen Schritt nach links zu machen. Ja. Und dann guckt er sich mal den Turm von außen an oder den Wall. Du meinst, dann malt er wieder? Dann kann sein, dass er dann anfängt zu malen. Ja, das ist ja auch ganz wichtig. So ein Turm will ja auch hübsch aussehen. Ja, ne? Absolut. Unser Fort soll schöner werden. Oh, now Antraxos moved on the western wall. And the only question is, what does he want there? Gucken, dass keiner guckt, oder? Ich weiß das nicht. Ja, abschrecken. So hässlich ist er aber auch nicht in seinem Avatar-Bild. Also das will ich jetzt aber auch nicht sagen.
Aber siehst du nicht das Messer? Das ist doch voll gefährlich. Und der Sombrero. Ich könnte jetzt schon wieder was sagen mit Messern. Ne? Das ist immer ein Fehler, mit einem Messer zu einer Schießerei zu kommen. Das reicht einfach nicht. Weiß ich nicht. Kennst du die Expendables? Da kommt auch einer mit einem Messer immer zur Schießerei. Ja, ich könnte jetzt wieder... Nee, ich halte jetzt meine Klappe. Das kriegen wir gerne von Drogen. So, and now we see only 21 attackers left and yeah, Cristiano now runs to the flag, runs senseless to the flag, because he will die now in this round. And congratulations to the mixed team, so they also won the defense and the attack. Ja, nicht. So they made it all right. Das ist der erste Schritt zum Doppelsieg für Italien, ne? Ja, feiern wir italienische Wochen. Muss ich mal gucken. Habe ich noch Pizza im Ofen? Also ich hatte heute hatte ich echt ein italienisches Essen, ne? Ja. Das war okay. Okay, and now the second battle is over. And the mixed team won it. So I said it before, mixed team is leading in this match. And it's only one step to the silver medal for Greetly. Meinst du, wir sollen den Draken erstmal fragen, ob er die Statistiken mal vorlesen möchte? Okay, sonst kann ich das ja auch machen. So we see now, das muss ich aber nach Stream machen, Draken. Ja, aber wenn du da rumscrollst, Kollege, dann wird das auch nichts. Ich scroll doch gar nicht. Ach so, na gut, okay. Now let's have a look to the damage and we see that the Italian defense, the Greetalian defense made the most damage. Arroy, with 59k. And he made 11 critical hits. That's 34 hits totally, and 11 of them were critical hits. Wow. Yeah. The second player is Elena from the Greetalian defense, and the best Romanian attacker is Moreno with 40,000 damage. And du kannst mal umschalten, Drogen. On the next places there are Italian players. Goat Hunter, Silent Assassin, John. Also für die hat sich's wirklich gelohnt, mit dem Mann zu mit der Geschichte zu machen. So, and we see the Dodgers, the Dodger Shots. And there is from Greetly Budas, he has 49 dodges. And then two players from the attack from Romania, Cristiano with 46 and Apley with 42. And auch da, on the next places, there are Greetalian players. That's very interesting. 27, 25. So, ich habe gerade den falschen Baum vorgelesen. Aber ist egal. And on the other fight, we see with the most. Dodgers, yeah. There's Michael Tode with 55, and then on the next place is Ginov 54, Sylvester 54, Robbie and with 52, and Op Alex 49. So we see the better statistics are from the Romanian here on this side, but the attack made more damage on.
Okay, ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll. Das heißt also für mich, so, I think that's all for me. If Draken wants to continue with some statistics, it's, then shall he make it? I think we are over for today and say good night. Okay, we'll see you on, was haben wir denn heute eigentlich, Mittwoch? I think Friday. Ja, ja, ich kann das gerade nicht aufmachen. Aber ich. On Friday, the 5th of June, again at 9 o'clock p.m. for the second and probably the last match of this championship. From me now, it's all. I wish you a good night. Stay healthy. Ich sage nochmal allen vielen Dank, dass ihr da wart. Besondere Grüße an Quiz. Und ich wünsche euch eine gute Nacht und wie immer, bleibt gesund. Ich hau jetzt ganz schnell ab. So, jetzt könnt ihr meinetwegen auch noch verabschieden. Ich wollte nur eben noch abhauen. So. Gute Nacht. And then have a good night and we're gonna see us then again on Friday and yeah, have nice days until then and we're gonna hope that you will be here again then. Bye-bye. Bye-bye. Servus.